Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von den Frakta, ich bin wieder in Total War Warhammer. So allmählich blättert der Lack von diesem Spiel bei mir gewaltig ab. Ich finde es immer noch ein wirklich sehr gutes Spiel an sich, aber ich finde, dass es im Vergleich zu den alten Total War Titeln massiv abbaut, sogar im Vergleich zu Rome 2 massiv abbaut. Und ich finde es eigentlich schade, was sie hier mit der Warhammer Lizenz gemacht haben. Da hätte ich mir wirklich mehr irgendwie erhofft, aber ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. So, ich gehe erstmal in eine defensive Stellung, bis der Imperator dazu stößt. Wo stößt der eigentlich dazu? Da hinten? Okay. Sigma Colt, ready for the Emperor! What do you bid? Ready! Ready! Sigma calls! Hellstorm rocket battery! Detachments ready! The Empire endures! We are Sigma's heirs! Raise your weapons! Hand gunners! Ah, da kommt ihre Verstärkung. By Ulrich's wrath!
ready for war! Taking position! Quick march! We are Sigma's heirs! Yes, sir? Sigma guides us here! Tank that machine! For the Emperor! Which target, ready? General? Seeking enemy! What do you bid? Formation! March! Sigma calls! Go! Thrust movement! Moving now! Formation! March! Sigma calls! Eager! Send us out! Outriders! Formation! Take the ground! Moving down! Waren das ja zwei Armeen? Hatte ich dann nur eine am Sack? Yes, sir! We are Sigma's heirs! Sir! Command revert to you! Yes, sir! Quickly! To battle! Ja, da kommen frische Truppen. Warte mal, ich will den Imperator auf dem Pegasus. Sigma calls! Outriders! Hellstorm Rocket Battery! March is won! Yes, General! Moving now! Move out!
Mein Herrne. Der hat aber auch hier den Turbo eingelegt. Komm, sauberer Blattschuss. Ha! Ha! Sackgesicht! Der ist nicht entkommen. Reichsguard Knight! This was not meant to be! Whoa! Ich mache das jetzt mal ein bisschen gründlicher als sonst, weil wir noch eine offene Rechnung haben wegen der Armee, die sie gerade zu dritt aufgerieben haben, in dem Gemetzel in dem Wald. Jawohl, eine Salve haben sie, zwei Salven haben sie noch abgekriegt. Echt, haben die Panzer verschossen? Haben das aber wieder sehr schön gemacht. Letztlich hat sich das mit den Panzern auch ganz gut bewährt, die vor der Infanterie-Schlachtlinie aufzustellen, sodass die... Ah komm, jetzt lassen wir es gut sein, oder? Ah. Die Panzer haben es erledigt. Diese Chaos-Truppen. Also im Prinzip funktionieren die Panzer dann so ein bisschen wie Wellenbrecher. Das meine ich, der hat überlebt. Also, hat er jetzt nicht unbedingt, aber die Armee hat überlebt. Obwohl sie ja geschlagen wurde, hat sich zurückgezogen, also geschlagen hat, aber hat sich zurückgezogen und wurde dann eigentlich jetzt aufgerieben, aber die rennt einfach weiter. Cease. What does the Emperor bid? War calls. For Heldenhammer! Raise your weapons! Never! So, aber die Waage haben wir ganz gut bestraft und ihre drei Armeen haben wir weitgehend aufgeribbelt. Ah ja, sehr schön. Dann würde ich aber eigentlich... dann würde ich sagen, wir bauen den jetzt einmal ein bisschen auf. Was auch Selbstverteidigung angeht und so Geschichten. Der hat das jetzt voll. Gut, dann können wir den jetzt auch. Habt ihr fein gemacht. Schön gekämpft. So? So. So, eigentlich können die direkt weiter marschieren und Salz in den Mund, ja. Gut, die können natürlich durchstoßen an den beiden vorbei, warum auch immer. Dann lassen wir die jetzt eine Runde noch im Norden sitzen. Na,
Aber ich glaube, das kann ich jetzt wieder abreißen, oder? Die Befestigung von Prag, die wird ja nicht... Ah, ich hatte gar nicht gebaut, okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da noch Geld reinzustecken. Die rollen da jetzt ja einfach durch, nehme ich an, bitte. I will marshal the band. Das wäre zwar ganz schön, hätten wir das noch gesichert, aber dafür wird die Zeit noch reichen. Place Sigma! Gut. Step to it! It is time! Achso, der ist ja verwundet, mein Nasebär. Teuer, aber ich denke sinnvoll. Sehr gut. Ach, das ist die Bevölkerung, hätte ich. Ah ja, dann... das ist aber erstmal wichtiger. Gut, wir sparen natürlich einen Haufen Geld durch die verlorene Armee. Mensch, warum habe ich denn so eine Verseuchung? Was ist denn hier schon wieder los? Das ist auch viel zu krass. Diese, da ist ein einzelne Feindarmee ist hier und die ist dermaßen verseuchend. Da stimmt einfach das Balance nicht richtig. To the provinces. Darf ich das Geld nicht für, warte mal. Oh, ich will die scheiß Fahne anklicken. So. Yes, my lord. By Sigma's right. The Empire. Yes, my lord. Moving off! Ach so. Na toll. Scheiße, ich hätte die zuerst anklicken sollen. To the provinces. Onward! Naja, komm, egal. Vielleicht haben wir Glück und Bretonia erwischten. So. Dann marschiert die trotzdem noch nach Westen. Nixone dann nimmt Salzmund ein, weiter noch nach Diedershafen. Zumindest die beiden Norskar-Stämme sind weitgehend gebrochen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, meine Hauptsorge gilt jetzt den Saftsäcken, die da jetzt schon wieder aus der Wüste rangeeiert kommen. Armes Prag, ich hatte es gerade erst wieder aufgebaut. Naja. So, die sind in Ehrengrad. Wenn die Bedrohung hier vorbei sein würde, nächste Runde. Wenn wir den erwischen. Das wäre gut, wenn wir den erwischen, nächste Runde. Dann wäre die Bedrohung hier eigentlich weg. Könnte der in Ruhe die weiter besetzen. Und die zwei könnten nach Ehrengrad marschieren. Dann wären das vier. Er wären fünf. Praise Sigma. Ja, wir kommen nicht drum herum, Wolfric. Du wirst ein Kommando übernehmen müssen, richtiges. The Empire.
by the comet. Aber bei global ist mir das zu teuer. Dann nächste Runde gerne nach Altdorf gehen. Und dann bauen wir seine Armee auf zu einer richtigen Feldarmee. Yes. What does the Emperor bid? Und Wolfram, eigentlich wäre es sinnvoller, ihn aufzubauen zu einer richtigen Feldarmee. Wenn er die beiden hier erobert hat, könnten wir den eigentlich nach Altdorf abmarschieren lassen. Und der kann ja bis dahin schon mal Truppen rekrutieren, die er ihm dann entgegenbringt. So, das halte ich für sinnvoller. Dann würde ich sagen, setze ich nächsten Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.